mir zu regen. Ich kann es nicht wirklich erklären. Heute nicht, du Monster! Ihr da! Bitte helft! Sie versuchen, meine Freundin zu töten! Diebe werden meine Freundin töten, wenn wir nichts dagegen unternehmen. Helft mir, meine Fesseln zu lösen. Und seht selbst! Was wollen Sie von eurer Freundin? Sie ist nur eine Bauerntochter. Folgt dem Schuft. Ist zufällig bekannt. Aber okay. Sie besitzt eine Reliquie, hinter der die Diebe her sind. Er hat euch im Stich gelassen. Nun gebt sie schon her! Mein Liebster wird mich retten. Lasst das Mädchen frei. Die Reliquie gehört ihr. Ihr glaubt tatsächlich, was euch dieser Schuft erzählt? Na schön, ihr Narren. Wir werden euch beide töten. War wohl nix. Das ging aber schnell. Das ist noch nicht das Ende. Der Rest der Diebesgilde wird euch finden. Hier ist die Reliquie, mein Liebster. Ich habe sie versteckt, wie du wolltest. Vater ist misstrauisch geworden. Aber das spielt keine Rolle, sobald wir erst einmal verheiratet sind. Bald ist es soweit, oder? Natürlich, mein Schatz. Schon bald werden wir uns gemeinsam niederlassen und ein ruhiges Leben führen. Die Felder bestellen und Kinder großziehen. Aber erst muss ich diese Reliquie verkaufen. Doch leider muss ich dafür mit meiner Kameradin hier fortziehen. Ihr wollt euch mir anschließen? Ja, ihr seht so aus, als würdet ihr euch recht gut mit Antiquitäten auskennen. Bring den Schuft zum nördlichen Mittelpunkt. Moment mal. Das Relikt ist eine Fälschung. Bei den Göttern, ich hätte es wissen müssen. Nun ja, ihr seht so aus, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Und ich will bestimmt nicht hierbleiben. Darauf könnt ihr Acht nehmen. Bitte sagt mir, dass ihr nicht in Erwägung zieht, euch darauf einzulassen. Aber ihr habt eurer Verlobten ein Versprechen gegeben. Verlobte? Sehe ich aus wie jemand, der heiraten würde? Übrigens, ich bin Lyndon. Was die Folianten über Alaric und seinen Tempel sagen, ist nicht gerade ermutigend. Möchtet ihr den Templer durch den Schuft ersetzen? Nö. Nix da, der kam mir so unsympathisch vor. Ihr müsst Alaric der Wächter sein. Onkel Deckard hat mir von eurer ewigen Wache über diesen verfluchten Ort erzählt. Ich dachte, es wäre nur eine Legende gewesen. Seid ihr Nephalem? Nein, es gibt seit einem Jahrtausend keine Nephalem mehr. Ha, also eine weitere Legende. Ihr wollt diesem Tempel betreten, was nur dem Nephalem gestattet ist. Wenn ihr die Schlüssel aus ihren Ruhestätten in der Nähe holen und sie zur Öffnung der Tore verwenden könnt, dann werden wir sehen, wer und was ihr wirklich seid. Folgt mir. Ich hebe die Brücke an, damit ihr sie überqueren könnt. Zwei Gräber in diesen Wäldern. Die Ruhestätte des Kriegers und die Krypta der Urahnen. In ihnen findet ihr die Schlüssel zu unserem heiligen Tempel. Alles klärchen. So, geht zur schwärenden Wäldern. Beschafft euch das Fanal der Ehre aus den Ruhestätten des Kriegers und beschafft euch das Fanal des Lichts aus den Krypta der Uralten. Na dann. Auf geht's. Über diesen Wäldern hängt ein Mantel uralter Verderbnis. Nein, sie wurden verderbt. Der Gott hat manche diese Flugwesen, den der Flügel übertrifft.
stärker als die meisten lebenden Toten. Doch sie erwerben ihre Widerstandskraft durch grauenvolle Methoden. Sie laben sich an menschlichen Leichen. Diese Kreaturen sind am ungefährlichsten, während sie fressen. Doch man sollte sie nicht stören. Sonst sind es bald die eigenen Glieder, die zwischen ihren Drängt sie zurück! Eine? Das sind auch viele. So, noch eine neue Fähigkeit. Neu. Ah, okay. Jagdfieber. Die ersten drei waren schon tot, bevor sie überhaupt überleben. Distanzangriff, das Ziel 3 Sekunden lang bewegungsfähig macht. Und taktischer Vorteil. Immer wenn ihr Salto oder Rauchwolke einsetzt oder durch Ausweichschuss ein Salto rückwärts macht, wird eure Bewegungsfähigkeit um 60% erhöht. Nö, dann nehme ich lieber das. Super. Okay. Okay, für ein Mädchen Zauberkugel. Eine Truhe. Yay. Hier oben ist irgendwas. Ich frage mich, wer diese Soldaten getötet hat. Nun, es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Ich habe ein ungutes Gefühl. Besiegt die Eindringlinge. Alles klar. Feinde sind zahllos, aber wir werden uns nicht kampflos ergeben. Wir müssen sie hier festhalten, während die Schlüssel zum heiligen Tempel vor ihrem Anführer, dem Dämon Eresa, versteckt werden. Wir dürfen nicht ins Wanken geraten, auch wenn wir bis auf den letzten Mann aufgerieben werden. Nichts wird. Sehr weise. Ach, guck, da muss ich sogar hin. Ey, mein Templer, du kannst mich ruhig mal. Ah! Wieso bitte tut der Templer mich nicht heilen? Der soll mich doch heilen. Mann. Doofes Vieh. Auf jeden Fall weiß ich jetzt schon mal, wo wir hingehen müssen.
Wir haben gesiegt! So, Teil 1 haben wir schon mal, jetzt müssen wir nur noch die Krypta der Uralten finden. Templer, ich glaube, ich habe euch vor einigen Monaten in einem Gasthaus gesehen. Ah, das kann gut möglich sein. Ich bin weit gereist. Man sagt, ihr wart von ausgesuchter Höflichkeit, doch sparsam mit Trinkgeld. Und da ist auch schon Teil 2. Super. Fanal auf Podesten platziert. Okay, und auf welche Podeste müssen wir die platzieren? Ich hoffe mal auch hier irgendwo, weil sonst habe ich keine Ahnung. 16,5? Nee. Sicher, dass wir die Fallen überwinden könnten, die die Urahnen für Grabräuber aufgestellt hatten. Aber die Leichen meiner Freunde zeugen davon, wie töricht unsere Arroganz war. Ich werde auch bald sterben. Unsere Gier war unser Untergang. Ihr habt ein gutes Herz und einen starken Willen. Das ist alles, was zählt.
Ah, okay, es zeigt in der Karte an, wo wir lang müssen. Oh nein, das wirst du nicht! Mich geheilt, ich werde nicht wieder. Zwar nicht ganz, aber wenigstens ein bisschen. Betretet den überfluteten Tempel. Tretet ein und besiegt die Wächter im Innern. Auch wenn sie meine Brüder sind, werden sie euch dennoch nach dem Leben trachten. Ich kann ihnen keine Vorwürfe für die Ausführung.